Und um dein Heyo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Leute. Das wird heute ein sehr, 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 sehr kurzes Video. Wir werden heute einfach nur die zwei Stufen im Pass Royale öffnen. Und ja, sonst werden wir eigentlich nichts Großartiges machen. Vielleicht noch hier die Challenge zu Ende spielen. Aber wir haben heute echt nicht viel vor im Video. Aber ja, auf jeden Fall, die zwei legendären Truhen, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das ist, wie gesagt, ein kurzes Video. Dann würde ich sagen, let's go. Was wünsche ich mir? Also, was ich mir so richtig wünschen würde, wäre Friedhof wäre nice. Vielleicht Elektromagier so. Also, Elektromagier wäre echt nicht schlecht. Ja, sonst nicht wirklich was. Vielleicht Lock noch? Also, ich habe nicht so viele Karten, die ich unbedingt bräuchte. Aber auf jeden Fall Friedhof. Friedhof wäre echt geil. Wir haben sogar Blitzschläge. 7 Blitzschläge haben wir. Okay, Leute, da müssen wir was rausholen. Let's go. Und wir bekommen Magieschütze. Will ich nicht. Will ich. Also, sorry, aber will ich nicht. Nein, Lava und auch nicht. Nachtigs Level 10 ist halt auch nicht schlecht. Braucht Friedhof. Wir behalten den Friedhof, Leute. Friedhof ist so geil. Nächste Truhe. Und wir bekommen Tunnelgräber bräuchte ich eher weniger. Holzfäller, nee. Fischer. Nachthexe. Eismagier. Prinzessin. Gönn Friedhof. Ja, Inferno-Drache ist auch nicht schlecht. So. Ja, ist an sich nicht schlecht. Ach, und Leute, noch als kleines Special, wir holen uns noch eine dritte legendäre Karte ab. Und zwar Friedhof kaufen wir aus dem Shop. Seid ihr bereit, Leute? Oh mein Gott, let's go. 3, 2, 1, let's go. Friedhof haben wir fast Level 11. Das wäre meine zweite Level 11 Karte, weil ich Tony Treiber habe ich ja auch schon Level 11. Dritte Level 11, Mauerbrecher habe ich auch noch, sorry. Ja, würde ich sagen, spielen wir jetzt noch die Challenge durch. 10.000 Gold wäre nice, wenn wir die reinholen. Dann machen wir sogar auch wieder ein bisschen Plus, weil wir ja gerade 40.000 Gold für den Friedhof ausgegeben haben. Let's go. Also, das Deck, was ich spiele, bin ich absolut überzeugt von. Ja, ich bringe mir einfach mega. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen eklig werden sogar. Aber der ist sogar ein bisschen unterlevelt tatsächlich. Das ist. Er muss halt auch noch hier deffen. Joa. Ist nicht schlecht auf jeden Fall. Also wir machen gerade, also er macht Druck, wir verteidigen es und dann muss er es immer wieder verteidigen. Jetzt können wir, glaube ich, reingehen. Oh mein Gott, so unlucky dieser Hit noch vom Packer auf dem Dings. Ja, ich spam gerade ziemlich rein, so, aber keine Ahnung, wir machen halt auch ordentlich Schaden, deswegen. Wir haben schon mal den ersten Turm. Nice one. Also, er hat halt Packer und ich Mega-Ritter, aber ich besiege ihn halt trotzdem so. Ist halt geil. Ich habe nichts getroffen. Jetzt könnten wir ein kleines Problem. Nee. Alles gut. Wir können jetzt hier ein Dings reinbringen. Wir haben auch vor allem den Inferno-Drachen gegen seinen Packer. Wir können die Doppel-Mega-Ritter machen. Nice. Let's go, Leute. Nein, jetzt nicht. So, Alter. Ich spam jetzt einfach direkt auf den King Tower rein. Ist vielleicht ein bisschen dumm, aber. Alter, Leute. Was will er da machen? Oh mein. Ach du. Also, ich bin komplett überzeugt mit diesem Deck. Wir haben halt vor allem Doppeldrache, Doppelhexe mit Mega-Ritter. Sehr, sehr interessant, aber so, da kann man echt nicht viel falsch machen. So. Hier seht ihr nochmal das Deck, also Doppeldrache, halt mit Doppelhexe, Mega-Ritter und noch einem Holzfäller. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Challenge durchgespielt, 10.000 Gold, Alter. Oh mein Gott. Weiter? Hä? Ist ein Bug, lol. Da haben wir erstmal alle Challenges durchgespielt. Auch sehr nice. Da würde ich sagen, Leute, lasst ein Like da, oder?
Ja, an sich können wir hier eigentlich gar nichts mehr machen. Ja, dann auf jeden Fall, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ciao.